Herr Brengmann, wir blicken jetzt direkt auf die Bienenstöcke, die sind hier drüben. Und es ist ja eine sensationelle Aussicht, die die Tierchen genießen, nämlich auf das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Und der Rhein fließt direkt zu Füßen der Stöcke. Wirklich den besten Blick hier, weit und breit und noch nicht zu erreichen von irgendwelchen Wildtieren oder Zuschauern. Also die können sich jeden Abend genüsslich zurücklehnen und sagen, was haben wir einen tollen Blick hier, wir Bienchen, wir fleißigen Bienen, machen dafür auch gerne den Honig und können dafür hier diese Location genießen. Seit neuestem betreuen Sie jetzt also auch ein oder mehrere Bienenvölker, die hier auf Mariaruh angesiedelt sind. Ja, das ist richtig. Und zwar, man muss ja immer mal die Idee geben, was könnte man verändern, wie könnte man überhaupt mal wieder die Leute zur Bienen bringen, sensibilisieren. Und da ist mir die Idee gekommen, wir müssen eigentlich mal so Bienen vermieten. Mhm. Alles Imkern auf Zeit, Rent a Bee. Wie gesagt, man hat seinen eigenen Honig. Er kann, wie wir hier ja sehen, Mariaruh. Bienenhonig, das ist Bienenhonig, der wurde hier geerntet, der wurde geschleudert und wird jetzt hier vermarktet. Das heißt, man hat seinen eigenen Honig von seinem eigenen Garten, von seinen eigenen Bienenvölker, die halt nur gemietet sind. Hier ist natürlich wunderschön, an den Rheinhängen blüht immer irgendwas, Blütenvielfalt und vor allen Dingen auch dieses ganze Streuobstwiesen. Ja. Ist natürlich ideales Feld für die Bienen und hat natürlich auch einen hohen Nutzen von der Bestäubung her. Wir haben hier Mischtracht. Ich lege auch keinen Wert drauf auf Sorten reiner Honig wie Linde, Raps und Co. Sondern ich bin immer froh und glücklich, wenn ich einen Mischhonig habe. Hier, das ist ein Frühtrag-Mischhonig. Das heißt, alle Pflanzen, die bis zur Schleuderung geblüht haben, das ist, fängt an mit der Weide, das geht über Die Quitten. Quitten, über alles, was im Frühjahr blüht, bis zum Mai hin. Ne? Das ist dann in diesem Tracht, ist eine Mischtracht. Natürlich ist auch dominierend hier in dem Fall ein bisschen Raps, weil natürlich das eine Massentracht ist. Aber wie alles gesagt, die Streuobstwiesen, die Blumen und so weiter, alles, was bis Schleuderung, dato, 2. Juni oder wann wir den geschleudert haben, ist dann da drin. Beispiel die Bäume, Obstbäume, werden zu 80% durch Bienen bestäubt. Man sieht das, ja, dieses Jahr gibt es keine Äpfel. Ja gut, klar, kann sein, dass gerade die Bienen nicht fliegen konnten oder dass es da gar keine Bienen gibt. Hinzufügen möchte ich auch noch, dass diese Quittenbäume, die wir haben, die hier in Mariaruh ein großes Thema sind oder eine große Rolle spielen, wie der Herr Lampisch vorher gesagt hat, blühen ohne Ende und dann bestäubt werden. Und wir haben also so viele Quitten, dass wir die Äste abstützen müssen. Also unten ist auch noch zusätzlich noch ein Kirschbaum, der unten am Aussichtspunkt wächst, der trägt volles Programm Kirschen. Und das ist das Wahnsinn, was die Bienchen an Arbeit geleistet haben. Was passiert mit dem Honig? Sie verkaufen den direkt im Glas und verwenden ihn wahrscheinlich auch in Ihrer Küche. In der Küche wird er verwendet und auf der Rheinpfalz, da ist dieser flüssige Honig, den wir dann beim morgendlichen Frühstück anbieten. Also es gibt auch bei Honig genauso eine Qualifizierung und Prämierung wie beim Wein. Ja. Und da haben wir voriges Jahr dann eine Silbermedaille erreicht. Wie teuer ist der Honig hier von Mariaruh? Sehr preiswert. 4,70 Euro kostet so ein Glas und ich denke, da liegen wir wirklich im unteren Preissegment für die Qualität, die wir hier anbieten. Ja. Wie lange dauert diese Ausbildung unterm Strich? Ein Leben lang. Ein Leben lang. Ich meine, ich nur mal von meiner Seite aus, wir Imkern in der vierten Generation. Ich bin die vierte Generation Imkert. Mit 6 Jahren habe ich angefangen mit dem Opa, das erste Mal an die Biene. Die Oma aus dem alten Bettuch einen Imkeranzug genäht. Der existiert ja heute noch. Ja, und dann sind wir an die Biene gegangen und seit meinem 6. Lebensjahr lerne ich. Und vor allen Dingen, eins ist bei den Bienen ja hochinteressant, es verläuft kein Jahr wie das andere. Man kann nicht sagen, das haben wir voriges Jahr so gemacht, das machen wir dieses Jahr auch wieder so. Nein, das funktioniert nicht. Wetter ist anders, die Situation ist anders, die Völker entwickeln sich anders und aus dem Grund ist jedes Bienenjahr ein anderes Jahr. Aber wie gesagt, man muss nicht unbedingt einen Abschluss haben, weil die richtige gute Imker, das sind alles Autodidakte, die haben sich das im größten Teil selbst beigebracht. Ne? Und drum, man muss das nicht unbedingt gelernt haben mit Meisterbrief und so weiter. Also es gibt Imker, die das schon ein Leben lang machen, die haben keine Meisterbriefe und sind sehr, sehr erfolgreich. Ja.
Dann sage ich auf jeden Fall jetzt schon mal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und wir empfehlen den Honig von Maria Ruh.